Jo, meine Freunde, herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Counter-Strike Global Offensive Case Opening. Auch heute stehen wieder, steht mal wieder 5 Kisten an, und zwar diesmal aus der Kollektion Huntsman. Huntsman. Ja, da habe ich, viel zu viele, wie ihr hier seht. Und, was haben wir eigentlich da Schönes drin, mal so ganz nebenbei? Da haben wir, gut, diese Automate, die habe ich ja schon, die habe ich ja geschenkt bekommen. Ne, kennt die mehr? Ja, die Vulcan, ich glaube, die wollte Tina unbedingt haben. Den Desert Strike und ein Yachtmesser, gegebenenfalls. Aber hier, das schreibt es euch ab, das wird sowieso nichts. Weil unser Glück, oder mein Glück eher gesagt, und Messer, nö. Let's go, Schlüssel öffnen. Quatsch, Kiste öffnen, so rum. Und es ist eine CZ Auto Twist. Sieht nicht verkehrt aus, aber wir haben ja im letzten Case Opening haben wir ja hier die, wo ist er? Ja, die CZ Auto gezogen. Gefällt mir jetzt persönlich besser. Ah, ist, denke ich mal, sowieso Ansichtssache. Invasion, Schlüssel hier, und jetzt greifen wir einfach mal hier in die Schachtel, nein. Einfach mal richtig nein greifen in das Dinge. Und weiter, jawohl, wenigstens eine Shotgun. Das Design gefällt mir, das ist wirklich schnieke. Aber naja, wenigstens etwas hier. Komm, wir greifen mal hier in die zweite Seite rein, letzte Kiste. Vielleicht nicht. Oh, Mann, das kann nicht wahr sein. Das, Mann, fuck you. Das ist, fuck off. Scheiße, ins Dead-Recke. Wäre das wieder was gewesen. Aber es sollte mal wieder nicht so sein. 1, 2, 3, was weiß ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zwei Kisten kann man darauf machen. Aber der Griff, der war nach hinten, war der Griff gar nicht so verkehrt. Mal gucken, Ist ja viel Aberglaube dabei, soll man ja sowieso an Aberglaube, ja gut, denn hier dieses Aberglaube ist ja jetzt die Scheiße noch ein Stat-Rack gehabt, Gott sei Dank nicht. Man kann zwar Stat-Rack raffen, wir haben Zeit, ich weiß gar nicht wie lange, auch traden jetzt schon, aber es ist, ja keine Ahnung. Ich war in der Nacht, wo die das Update draufgespielt haben, habe ich mir das angeguckt, da wurden echt diese, die Low-Billig-Waffen von Stat-Rack wurden da aufgekauft und von 6 Cent in 60 Cent hochgepusht. Nur weil die Scheiße dann ginge, ganz ehrlich, das ist, ich verstehe es nicht, aber egal. Oh, weiter geht's hier. Oh, na komm. Ach, da hat's wieder nicht gereicht hier zum Ausposieren. Eine P2000 Puls sieht aber, Blue Steel sieht auch nicht schlecht aus, muss man lassen. Alles klar, Freunde, das waren wieder 5 Kisten, das war wieder 5-mal Glück oder Pech, je nachdem, wie man es ausdrücken will. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr wieder mögt. Däumchen da lassen nicht vergessen. Und bis dann, oder René, ciao.